Willkommen zurück bei Tell Me Why. Wir sind unter unserem Elternhaus sozusagen und haben uns jetzt die Luke gesucht und steigen jetzt da ein. Ah, sieht eben hübscher aus, als man es von außen vermutet. Tyler! Coming! Are you okay? Olive, good to hear your voice again. Yeah, same here. So? Coming in or what? Just working up to it. Irgendwie fällt's ihr schwerer als ihm. Well, we're here. Here we are. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. So, schauen wir uns ein bisschen um. Erstmal in der Wäschekammer. All right, let's see. Broken shelf, broken jar, and the washing machine. Broken. The dryer never worked to begin with. Marianne thought dryers were straight up evil. Energy hogs. I hated hanging drippy laundry. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. Maschinenreparatur. Ah, zu teuer, hm? Ja, sowas kostet heute auch noch gut Geld. Oh, eine Maske. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. You were the one who got freaked out by it. Right. Not that she ever let me wear him very long. Marianne's room. Let's not go in there until we absolutely have to. Agreed. Okay. Ich kann mal wissen, ob sie ihre Mutter damals schon... This bathroom still smells like Marianne. A good scrub and we'll be rid of that too. We were so competitive about who measured taller. Like, we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. Was ich sagen wollte, ich bin gespannt, oder mal sehen, ob sie das auflösen, ob sie ihre Mutter früher mal Mutter genannt haben, aber schon immer Marianne. Was ja auch so ein bisschen die Beziehung dann widerspiegeln würde. I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught me. It was a pretty dress. Yeah, well, we both know pretty was never my thing. Ups, ich bin durchgekommen. Ansehen. What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear it. Donation pile it is, then. There are so many times I looked in this mirror hoping somehow it'd show me something different. Ja, sowas kann man nicht verstehen, wenn man nicht in dieser Haut steckt. Wow. I forgot all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us. Like we were lab rats. Handmade soap. Still here after 10 years. Impressive. You could say that about the entire house. Das stimmt. So schlecht steht's nicht da. Innen zumindest nicht.
Wenn man mal über das bisschen Mord hinwegsieht. String, glue, duct tape. The holy trinity of house repair. Marianne loved having something to fix. Ah. Mhm. Yeah, well, she could have tried a little harder to fix her own head. Can you picture Marianne talking to a shrink? No. And speaking of... Therapy's expensive, and I'm fine. Hm. Wirst du wahrscheinlich trotzdem mal brauchen. What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Vecchi store, right? Yeah, you'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Ja, ja, Sticker im Kühlschrank, heute noch modern. Wo ich ja Magneten geiler finde, die kann man abziehen. Oh, erst gucken wir uns das hier an und dann gibt's eine Erinnerung. She pinched every penny. Oh, wieder ans Mikro gekommen, ich bin ein kleiner Tollpatsch heute. Heute. Lesen. Auf jeden Fall ging mit Hey Mom los. Ja, bist du uns das, dass die Vase kaputt gegangen ist? Achso, ich lese mal auf Deutsch vor was. Hallo Mom, es tut mir leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Es gibt ein Fensterzimmer. Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es leid, wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir es zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Haben beide quasi selber geschrieben, jeweils. What are you reading? A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were gifted. We were. Just not like she thought. You think she knew we were sharing answers? We shared for fun. We both knew them all anyway. Oh, zwei hübsche Tauben. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. Bisschen komisch übersetzt manchmal, oder? Ich habe wieder was freigeschalten. Jetzt erst das Haus der Rollins betreten, keine Ahnung. Wow. I'm so embarrassed for us. Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these I might keep. Hm. She took so many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. Hmm. It made her happy. And it was kind of nice to see her smile. I guess. You okay? All these happy pictures. They look so sad now. So staged. I know. Ich denke, wir werden noch mehr über die Frau herausfinden. Allein nicht die Erinnerung, die jetzt gleich kommen wird. Oben dann, oder? Oh, und doch hier. Mom, about me joining the hockey team? Mom! Sorry, what? Not now. Maybe next year. But you promised! Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short,
really short. What? Look, I'm tired. And I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me, too. True, but it felt personal with me. Na gut, jetzt aber andere Probleme runterreden. She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? Nah. I guess she was right about one thing. But you can't really blame anyone for not listening to crazy Marianne Ronan. I didn't realize how much I missed the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here. With big mugs of hot cocoa. Yeah. Marianne was so tired, she was usually asleep on the couch. Ah, that's why it was so nice. No Marianne. We'd use our voice so we didn't wake her up. And then we'd be up all night telling stories, and watching the fire die. And Marianne was none the wiser. Ja, schlau von den beiden. Mein Zwillinge sollen ja eine besondere Beziehung zueinander haben. Aber so krass ist aber doch wahrscheinlich dann doch eher die Ausnahme als die Regel. Oh, eine hübsche Schürze. Mom. You think we ever really believed that? Or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. After all this time, I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. How you feeling about being back? I thought I knew what to expect, but everything keeps catching me by surprise. My nerves are completely raw. I get it. How about you? You okay? I'm honestly not sure how I feel yet. I'm just trying to think of it as an empty house. Yeah. An empty house full of actual ghosts. Hopefully they're friendly ghosts. Jo, wir kommen zu den Kinderzimmern. Erstmal gucken wir hier draußen. Where'd you come from? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Okay. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Just plotting world domination. Ah, it's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan. Oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. I'll be up in a second. Trotz alledem nicht das hässlichste Haus, muss man halt wirklich so sagen. Kommt so hoch? Ich höre Schritte. Aber wir gehen schon mal rein. Oh. Echtzeit hochgelaufen. Now this? This feels like home. Boah, ist das ein großes Zimmer. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Hallo Allison und Olli, wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno, hat er gerade so genannt, oder? Ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst, das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie sofort... Tyler, do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Do you copy? Copy, Allison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the Mad Hunter to catch us. Over. The Mad Hunter. Ugh, he still gives me the creeps. I wish I could forget about him. Abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie dort
als sie sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser, Dummkopf. Jedenfalls soll ich euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A&O. Allison, Ollie, Ronin. Some of our old toys give me the creeps. Ja, bisschen. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you call him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. City of Love brauche ich, glaube ich, nicht übersetzen, oder? How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie back then. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. Was ist da denn? Oh, ein Spiel. Hey, you. I just found your twin under the house. He's seen better days. Oh, this one wasn't mine. Dann war das der, der unten lag. Look, it's the game we made, Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Erstens, entscheide dich durch Schere, Stein, Papier, wer zuerst geht, mit der Gabe der Stimme. Zweitens, würfle und bewege dich entsprechend der gewürfelten Zahl weiter. Drittens, bezahle die Seilbahndame, um auf den Berg bzw. hinunterzukommen. Viertens, nimm die Rennschlitten, um den Berg herunterzurutschen. Fünftens, wenn du eine 1 würfelst, darfst du nochmal würfeln. Sechstens, wenn du wieder eine 1 würfelst, nimm eine Motorkarte, um mit den Rennschlitten auf die Berge zu gelangen. Siebtens, wenn du eine 6 würfelst, wirst du für 2 Runden zum wilden Jäger. Du kannst nicht abrutschen. Drittens, achtens meinte ich. Wenn du eine 3 würfelst, wirst du für 3 Runden zum Bär. Seilbahn und Schlitten könnten in keine Richtung genutzt werden. Okay. Why not? Oh, eine kleine Kiste. Look what I found. What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. Gott, kann man jetzt alle? Lest euch das selber durch, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Nächste Geschichte. Das ist ein bisschen viel jetzt, oder? Ich würde sagen, wir lesen eine Geschichte vor. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Es war einmal in einem uralten, tiefen Wald eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte. Sie war ein friedliches Geschöpf, das Großteil seiner Zeit damit verbrachte, zu fressen, zu schwimmen und zu schlafen. Von der Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleine Frösche auch tun, nur eben größer. Sie aß mehr, sie hüpfte weiter, sie war klüger und machte sie eine Menge mehr Lärm. Alle Lebewesen im Wald konnten ihr lautes Quaken hören und sie alle waren glücklich darüber. Es war nämlich leicht, sich im Wald zu verirren, doch dank des lauten Quakens der großen Froschdame war es stets einfach, den Weg zurück zu ihrem Teich zu finden. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte die Froschdame auch nachts Lieder gesungen, aber sie war ein viel zu faules Tier und nach Anbruch der Dunkelheit nie sonderlich aktiv. Eines Tages betrat eine unbekannte Besucherin zum ersten Mal den Wald. Eine junge Frau in einem wunderschönen Kleid. Sie marschierte eilig durch den Wald, so als sei sie auf der Flucht und blickte dabei kein einziges Mal über ihre Schulter. Viele Bewohner erspähten die Prinzessin beim Vorbeigehen, doch niemand traute sich ihr zu helfen, denn der wilde Jäger war ja auf der Spur. Das ist nicht unsere Angelegenheit, sagten sie. Wir sehen lieber weg, denn der wilde Jäger war ein unnachgiebiger Mann, der nichts so sehr liebte wie die Beute des Ruhmes und des Geldes
Willen zu jagen. Nichts konnte sich einem bohrenden Blick lange in seinem bohrenden Blick lange entziehen. So lief die Prinzessin auf sich allein gestellt und ohne Hilfe so lange weiter, bis sie sich in dem großen Wald heillos verirrte. Völlig erschöpft und ziellos eilte sie voran mit dem beharrlichen Jäger dicht hinter ihr. Plötzlich hörte die Prinzessin ein lautes Quaken von links. Sie vernahm das Geräusch so deutlich, dass sie sogleich wissen wollte, wo es herkam. Kurz darauf stieß sie zu großen Froschstarmen im kleinen Teich, die die Prinzessin ein freundliches Lächeln schenkte. »Bitte hilf mir«, sagte die Prinzessin, »ich brauche einen Ort, an dem ich mich verstecken und Rast machen kann.« »Quak«, antwortete die Froschstarme, und die Prinzessin legte die Stirn auf die Falten. »Bitte machen die nicht solch einen Lärm, der wilde Jäger ist mir auf der Spur.« »Quak«, sagte die Froschstarme abermals so laut, dass die Prinzessin sich die Ohren zuhalten musste. Das Tier begann wild herumzuspringen. »Was tust du nur?«, fragte die Prinzessin. »Sei still oder er findet uns.« Aber die Froschstarme quakte weiter und hüpfte aufgeregt um sie herum, rechts und links, auf und ab. »Quak, quak«, bis die Prinzessin schließlich verstand, was es mit all dieser Aufregung auf sich hatte. Vorsichtig kletterte sie auf den Rücken der großen Froschstarme, die sich zugleich in einen gewaltigen Satz von dem Teich entfernte. Die Froschstarme sprang so hoch und so weit, dass selbst der Jäger nicht mehr wusste, wohin die Prinzessin entschwunden war. Mit nur wenigen Sprüngen war die Prinzessin einem bohrenden Blick entronnen, ein paar Sprünge mehr und sie war wie vom Erdboden verschluckt. Die Prinzessin schloss ihre Augen und ließ sich von ihrem klugen Reittier tragen. Weniger als eine Stunde später hatte die große Froschstarme das andere Ende des uralten Waldes erreicht, das in der Nähe des Ufers des tiefen Sees lag. Dort hielt sie lautlos vor einem großen verlassenen Holzhaus. »Danke«, sagte die Prinzessin und küsste das Tier. »Mein einziger Wunsch ist, dass du noch sprechen könntest, damit deine Absichten früher verstanden hätte.« Und als sie diese Worte aussprach, geschah etwas Unglaubliches. Die große Froschstarme konnte mit einem Male sprechen. Ihre ersten Worte versetzten die Prinzessin in Staunen. Der wilde Jäger ist mir immer auf den Fersen. Jetzt bist du sicher und ich hatte meine Rache. In diesem Haus hier kannst du bleiben. Es wurde vor langer Zeit verlassen und niemand wird hier nach dir suchen.« Dann, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, sprang die große Froschstamme zurück zum Teich. Und das war die Geschichte, wie die große Froschstamme die Prinzessin rettete und die Gabe der Sprache erlangte. Ah, sehr schön. Das ist richtig viel. Gottes Willen. Where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. But the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Sehr schön, das Spiel ist abgestürzt, machen einen kleinen Cut, wir sind gleich wieder da. So Leute, das Spiel ist abgeschmiert, wie ihr gemerkt habt, deswegen machen wir einen kleinen Cut hier in der Folge, weil ich habe schon den Speicherbuch neu geladen. Wir fangen am Anfang vom Haus an, wie wir quasi reinkommen, da hat es das letzte Mal gespeichert. Ich werde das bis dahin wieder spielen, wo wir das Tagebuch, quasi die Erinnerung gefunden haben. Wir werden dann in der vierten Folge da weiterspielen. Bis dahin, auf Wiedersehen.